Ja, hallo, herzlich willkommen auf meinem Kanal, liebe E-Bike, Technik und Outdoor-Freunde und Freundinnen. Ja, viele von euch werden sie nutzen, die GoPro-Kamera. Und ebenso viele von euch haben auch schon die Probleme mit den Akkus gehabt, wenn es mal richtig kalt ist oder zu heiß ist, dass die Cam aussteigt. Ja, GoPro hat jetzt was dagegen getan und hat einen neuen Griff veröffentlicht, den Volta. Was das genau ist, zeige ich euch im Anschluss jetzt in diesem Video. Viel Spaß dabei. In dieser schönen edlen Verpackung, die wir jetzt einfach mal öffnen. Ich habe also selber auch noch nicht reingeschaut. Ich mache das mit euch zusammen. Einmal die Anleitungen dazu. Safety Instructions und Volta User Guide. Dann wohl gut verpackt der Volta himself. Wie schaut er aus? Steckerchen, ja, zweimal. So. Also in der Packung befindet sich der Volta selber, ein Ladekabel, ein Schraubverschluss für die Halterung und das ist ein Batteriedeckel für die GoPro, wenn man sie ohne Mods betreibt. Der passt aber auch in die Mods rein. So sollte es sein. Werden wir gleich ausprobieren. So, dann werde ich das Ding erstmal laden und dann schauen wir weiter. Ist das jetzt dieser Griff? Hier unten befindet sich dann der Akku drin. Hier ist die Ladebuchse, wasserdicht verpackt. Der MediaMod sitzt oben drauf. Hier hat man noch auf Knopfdruck eine Befestigungsmöglichkeit, was ich auch ganz witzig finde, die man dann per Knopfdruck auch wieder versenken kann. Als Bedienpanel ist jetzt der ist die Volta mit der Kamera jetzt über USB-Kabel verbunden, speist die Kamera mit. Hier drüber kann ich die Aufnahme starten, stoppen, die Kamera aus- und einschalten, Bluetooth-Verbindung. Auch über 30 Meter soll das funktionieren. Ja, ansonsten funktioniert die Kamera wie gewohnt. Also, wenn ich jetzt mal hier auf Aufnahme gehe, dann kann man mich hier hinter der Kamera sehen. Und nochmal drauf drücken, stoppt die Aufnahme wieder. Ja, und wie gesagt, als Fernbedienung funktioniert das auch. Das ist die neue Volta. Wie lange das hält, werden wir morgen ausprobieren auf einem kleinen kurzen Trip. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir ein Like. Ach so, ja, und der Akku soll angeblich bis zu 4-mal länger halten als die normalen Akkus. Also dieser Akku hier.
der den mit unterstützt. Damit sollte es also nicht mehr zu irgendwelchen Abstürzen kommen, wollte ich noch sagen. Ja, und wie gesagt, noch zu den technischen Daten. Der Volta hat 7200 mAh Stunden, verfügt über eine USB-C Ladebuchse. Jo. Und die ganz gut in der Hand, muss ich sagen. Betragen im Abo, also wenn man Abo-Mitglied bei GoPro ist, 90 Euro, ansonsten 129,90, glaube ich, war das. Woanders habe ich ihn auch noch nicht gesehen. Derzeit ist er aber auf der GoPro-Seite verfügbar und bestellbar. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und euch ein bisschen auch Wissen vermitteln können. Sofern das meine bescheidene Person überhaupt in der Lage ist, zu weiterzugeben. Aber einen Link zu diesem Teilchen hier gibt es unten in der Beschreibung. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Vielleicht auch ein Abo. Ist kostenlos. Ansonsten, noch einen schönen Tag. Tschüss, euer Didi. Bis zum nächsten Mal.